Hallo Alexander, ich möchte dir heute hier ein Testimonial geben, weil ich mich von dir besonders beschenkt fühle. Mein Name ist Dr. Käthe Niederkichner und ich habe mich im vorigen Jahr an dich gewendet, weil mir deine Sternenstaub-Astrologie so sehr gut gefallen hat und du diese Horoskopberatung angeboten hattest und ich natürlich unbedingt zu dieser Zeit eine solche Beratung haben wollte, weil ich stand vor der Frage, mache ich noch jetzt in meinem Alter mit 50 Jahren Berufserfahrung ein neues Projekt oder mache ich es wie die anderen, die sagen, okay, du hast als Arzt in deiner Praxis genügend gearbeitet, du könntest jetzt mal in Rente gehen, aber das ist etwas, was mir nicht liegt. Und ich wollte wissen, ob in meinem Horoskop Hinweise dafür sind, wie ich mein neues Projekt am besten gestalten kann. Und ich muss dir sagen, ich bin dir unheimlich dankbar, dass du ein so umfangreiches, so eine umfangreiche Beratung mir gegeben hast, in der ich mich das erste Mal so tatsächlich vollkommen wiedergefunden habe und erkannt habe und bemerkt habe, dass da viel Potenzial da war, dem ich vorher nicht getraut habe und das aber vorhanden ist und mit dem ich jetzt natürlich wuchern kann, nachdem ich es sicher weiß, dass das da ist. Damit konnte ich mein Projekt jetzt anders starten und mein Projekt ist, dass ich über den Rahmen meiner Praxis hinaus, ich führe eine Kinder- und Jugendarztpraxis, eine sogenannte ADHS-Spezialpraxis, in der viele, viele Kinder kommen, viele, viele Lehrer fragen, viele, viele Eltern mit ihren Problemen kommen und ich merke, es ist notwendig, über diesen Rahmen hinauszugehen, dieser Praxis. Und da geht es natürlich am besten mit dem Internet. Und soll ich ein solches Programm noch machen? Und ich habe mich entschlossen, dank auch deiner Beratung und deiner Hinweise, worauf ich achten soll, was die Stärken sind und auch, was meine Schwächen sind, die mir dann die Möglichkeit geben, erfolgreich zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass der Start mit meiner Internetseite Dr. Käthe schon sehr gut gelaufen ist. Informationen dort auch schon angenommen wird von dem Umfeld und ich viele Anregungen bekomme, mit denen ich weiterhin mein Wissen, meine Erfahrung, aber auch die Erfahrung meines gesamten Teams und der vielen Eltern, Lehrer und Erzieher und Therapeuten dort zusammenführen kann. Und deshalb bin ich sehr dankbar, von dir diese Unterstützung bekommen zu haben, damit ich den Mut hatte, das zu tun, diesen Schritt zu gehen, diesen Webauftritt zu starten und auch weiter meine Kursprojekte weiterzuführen. Auch die werden immer größer.
und das für mich das Gefühl ist, dass ich damit auch immer jünger werde und immer mehr Spaß habe und immer glücklicher bin. Und das, denke ich mal, ist ein wirkliches Geschenk. Und danke dir.